Die Regionsversammlung am 27. September 2022 fand wieder in Präsenz statt. Ein Kreisjägermeister und der Jagdbeirat mussten gewählt werden. Im Mittelpunkt der Versammlung stand aber der öffentliche Nahverkehr bzw. die Betreibergesellschaft der S-Bahn Transdev. Zu diesem Thema gab es nicht nur eine Aktuelle Stunde, sondern es zog sich durch die Versammlung. Wir zeigen Ihnen die Aktuelle Stunde wie gewohnt separat am nächsten Dienstag zur gleichen Zeit. Der wichtigste Teil dieser Regionsversammlung war aber die Einbringung des Haushalts 2023 in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Während der Region in den letzten Jahren immer mit einem positiven Abschluss geglänzt werden, weist der Haushalt 2023 ein Defizit in der Höhe von 134 Millionen Euro auf, mit wachsender Tendenz, wie Präsident Steffen Krach und Finanzdezernentin Cordula Drautz aufzeigten. Hohe Zuzahlungen an das Klinikum Hannover und die Kinderheilanstalt belasten den Haushalt 2022 zusätzlich. Kosten, die die Region nicht auf Dauer jährlich tragen kann, wie der Präsident der Versammlung deutlich machte. Ein mit dem Haushalt eng verknüpfter Punkt sind die sogenannten freiwilligen Leistungen der Region. Die Opposition fordert eine Liste dieser Leistungen, um ihre Wichtigkeit bewerten zu können. Die Koalition verweist auf den Haushalt, wo sie aufgelistet seien. Wir zeigen Ihnen jetzt die Mitteilungen des Regionspräsidenten, die Einbringung des Haushalts und die damit zusammenhängenden Tagespunkte. Zum Schluss äußert sich Steffen Krach zum Haushalt 2023 und zur Finanzsituation der Region. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Stellvertretung für Frau Schlieker begrüße ich Sie ganz herzlich zu der Sitzung unserer heutigen Regionsversammlung. Das H1-Fernsehen wird von der heutigen Sitzung Film- und Tonaufzeichnungen anfertigen. Ich verweise diesbezüglich auf die Regelungen des § 11 der Hauptsatzung und bitte zu beachten, dass unangemeldete Film- und Tonaufzeichnungen sowie Ton- und Filmaufzeichnungen, die nicht durch den in der Hauptsatzung genannten Personenkreis erfolgen bzw. die nicht dem in der Hauptsatzung genannten Zweck entsprechen, unzulässig sind. Gibt es dazu Wortmeldungen? Gut, hatte ich auch nicht erwartet. Des Weiteren möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die HAN-IT wieder regelmäßig an den Sitzungen der Regionsversammlung teilnehmen wird, um den technischen Support zu leisten. Ich glaube, die Herren sind nur Herren, sitzen von mir aus links vorm Fenster. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Außerhalb der Sitzung der Regionsversammlung können Sie die Unterstützung der HAN-IT auch über eigens für Regionsabgeordnete eingerichtete Kommunikationskanäle in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist uns auch allen per Mail mitgeteilt worden. Also ich lese das jetzt nicht doch mal extra vor. Die Einladung zu der heutigen Sitzung ist Ihnen unter dem Datum des 15. September 2022 form- und fristgerecht zugeleitet worden. Wir sind im Vorfeld, also neun Abmeldungen. Entschuldigung, ich muss meinen Helfer. Ich bin sehr froh, dass Herr Torbeck an meiner Seite ist. Also, es hat im Vorfeld 9 Abmeldungen gegeben. Und zwar haben sich abgemeldet Herr Hinrichs, Herr Horn, Frau Hussein-Nejad, Frau Michalowitz, Frau Novosielski, logischerweise Frau Schlicker, Herr Wolf, Herr Friedhoff und Herr Käfer. Gibt es darüber hinaus noch weitere Meldungen? Das sehe ich nicht. Dann gibt es noch eine Besonderheit. Herr Neinhoff hat angekündigt, dass er vielleicht später zu uns stoßen wird. Aber er ist jetzt im Moment noch nicht da. Gut, sodass wir jetzt im Moment 74 anwesende Mitglieder sind. Ich stelle demnach fest, dass die Regionsversammlung beschlussfähig ist. Dann kommen wir jetzt zur Tagesordnung. Da gibt es einen Nachtrag vom 22. September 2022. Ja, das ist nicht kurzer technischer Support.
Danke. Also, es gibt einen Nachtrag vom 22. September und danach wurden zwei Punkte neu in die Tagesordnung aufgenommen worden. Der Punkt 4, das ist die Aktuelle Stunde, beantragt von der Gruppe CDU-FDP. Und dann haben wir als neuen Tagesordnungspunkt 29 die Beschlussdrucksache 1032, der Gratisfahrentag 22. Davon abgesehen gibt es abzusetzende Tagesordnungspunkte. Ich bitte Sie im Ergebnis der Beratungen des Regionsausschusses, die folgenden Vorlagen von der Tagesordnung abzusetzen, da sie zur weiteren Beratung zurückgestellt worden sind. Das ist der Tagesordnungspunkt 13, die Drucksache 1030, ein Antrag der CDU-FDP-Gruppe Solidarität mit der Ukraine. Und der Tagesordnungspunkt 16, das ist die Beschlussdrucksache 918. Da geht es um die Ablösung der Telekommunikationssysteme. Da ist ein Grammatikfehler drin hier in meiner Vorlage. Also, aber Sie wissen, was gemeint ist. So, gibt es zur Tagesordnung Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir nach der so vorgetragenen Tagesordnung vorgehen. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Es gibt folgende Mitteilung. Einmal die Informationsdrucksache 1059, die Eilentscheidung Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung im Fachbereich Schulen. Dann die Drucksache 0967, Berichtswesen zum Haushalt 2022, Stand 30. Juni 2022. Die Drucksache 0932, Informationen über den konsolidierten Gesamtabschluss 2018 in der Region Hannover. Und die Drucksache 0790, Bericht zum SGB II der Region Hannover, Rückblick auf das Jahr 2021 und mit Blick auf 2022 der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover. Soweit von meiner Seite die Mitteilung. Vielen Dank. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Das ist die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023. Der wird durch den Regionspräsidenten und unsere Dezernentin für Finanzen und Gebäudewirtschaft, Frau Drautz, eingebracht. Herr Präsident. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, gestern vor einem Jahr haben die Stichwahlen hier in der Region Hannover stattgefunden und kurze Zeit später haben wir alle hier gemeinsam unsere Arbeit aufgenommen. Ich in der Verwaltung, Sie in der Regionsversammlung. Ich bin mir ganz sicher, genauso wie ich, hatten Sie alle oder haben Sie alle Ziele für diese Amtszeit, für diese Laufzeit der Regionsversammlung. Und ich bin mir auch ganz sicher, niemand von Ihnen hat damals gedacht, in welcher Situation wir heute sind. In einer Situation, in der wir von einer Krise in die nächste geraten. Niemand von Ihnen und ich auch haben vermutlich gedacht, dass es am 24. Februar einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gibt, der uns natürlich auch enorm beschäftigt. Ich habe im vergangenen Jahr bei der Einbringung des Haushalts sehr stark über die Corona-Pandemie gesprochen und die Auswirkungen auf die Arbeit hier nicht nur bei uns in der Regionsverwaltung, sondern für alle Menschen in der Region Hannover. Und auch heute ist diese Corona-Pandemie noch nicht vorbei. Und deswegen haben wir gestern, Frau Hermenau und ich, gemeinsam eine neue Impfkampagne vorgestellt. Und jetzt werden sicherlich viele gedacht haben, warum zu diesem Zeitpunkt eine Impfkampagne? Corona ist gefühlt bei vielen Menschen vorbei. Erstens, es ist nicht vorbei. Es gibt nach wie vor eine sehr hohe Inzidenz. Und zweitens ist es nach wie vor so, dass das Impfen am besten schützt gegen schwere Verläufe. Und dadurch, dass wir sehen, dass die Impfbereitschaft nachlässt, ist es jetzt genau richtig, diese Impfkampagne zu starten. Und deswegen möchte ich mich zu Beginn ganz herzlich beim Gesundheitsamt und natürlich auch bei der zuständigen Dezernentin Frau Hermenau dafür bedanken, dass wir gestern mit dieser Impfkampagne gestartet haben. Und ich möchte auch die Möglichkeit nutzen, mich für das gesamte Jahr der Arbeit des Gesundheitsamtes in einer schwierigen Situation zu bedanken. Ich glaube, dass das Gesundheitsamt in dieser herausfordernden Situation wirklich unglaublich gute Arbeit
geleistet hat. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich hatte letztes Jahr über Weihnachten die Hoffnung, dass wir noch den Januar, den Februar haben mit der Corona-Pandemie und dann wieder ein Stück weit in die Normalität zurückkehren. Und ich habe es eben gerade gesagt, dann kam der 24. Februar mit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine und mit Folgen natürlich auch hier für uns in der Region Hannover. Und wir haben innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen treffen müssen auf dem Messegelände bezüglich der Unterbringung von vielen tausend Geflüchteten aus der Ukraine. Und auch hier haben zwei Dezernate, das Dezernat von Frau Hermenau und das Dezernat von Frau Hanke und viele andere Kolleginnen und Kollegen hier aus der Regionsverwaltung, aber vor allem auch in allen 21 Kommunen, wie ich finde, hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Bild abgegeben. Insgesamt als Region Hannover, wir sind solidarisch. Wir haben viele Menschen aus der Ukraine hier nicht nur auf dem Messegelände aufgenommen, sondern auch in allen 21 Kommunen, natürlich überwiegend auch hier in der Landeshauptstadt Hannover. Und auch dafür möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die sehr schnell aus den einzelnen Teams, aus den Fachbereichen sich zur Verfügung gestellt haben und bereit erklärt haben, dort zu unterstützen, ganz herzlich bedanken. Und jetzt stehen wir vor der nächsten Krise und die beginnt mit dem Herbst, beziehungsweise sind wir schon mittendrin. Und das ist die Frage, wie schaffen wir es, weiterhin ausreichend Energie, nicht nur hier in der Region Hannover zu haben, sondern bundesweit. Das sind alles Dinge und damit einhergehend natürlich auch soziale Fragen. Denn egal, mit wem man spricht, es machen sich viele Menschen hier in der Region Hannover Sorgen, ob sie noch ihre Rechnungen bezahlen können. Es machen sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer Sorgen, ob sie noch ihre Rechnungen bezahlen können. Ich war vor kurzem bei der Demonstration aller Bäckereien vom Rathaus. Und da spürt man richtig, wie die Angst vor Ort vorhanden ist, ob das Unternehmen noch weiter bestehen kann oder eben nicht. Und in all diesen Krisen oder diesen ganzen Krisen, denen müssen wir jetzt gemeinsam begegnen. Die müssen wir gemeinsam angehen und wir müssen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen im Bereich Klima, im Bereich Gesundheit, im Bereich Verkehr und im Bereich Soziales, um dann hoffentlich gestärkt aus diesen Krisen herauszugehen. Und jetzt bringen wir heute hier, und Frau Drautz wird gleich noch im Detail einiges zu der Haushaltssituation sagen, den Haushalt 2023 ein. Und man kann sagen, es ist die nächste Krise, nämlich eine finanzpolitische Krise. Wir waren es viele Jahre gewohnt, dass wir Überschüsse haben und das ist jetzt vorbei. Das muss man ganz klar sagen. Wir werden einen Haushalt einbringen mit einem geplanten Haushaltsdefizit von rund 134 Millionen Euro. Der größte Teil des Budgets liegt im Sozialbereich. Wir werden deutlich steigende Energiekosten in ganz vielen Bereichen haben, beim Klinikum Region Hannover, beim ÖPNV und in vielen anderen Verwaltungsgebäuden. Und jetzt würde ich gerne sagen, das ist eine Ausnahmesituation für das Jahr 2023. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir jetzt schon sagen, das wird uns die gesamte Laufzeit hier dieser Regionsversammlung beschäftigen. Wir werden auch in den Folgejahren Defizite haben. Wie hoch die sein werden, das kann man jetzt noch nicht im Detail sagen. Aber wir können jetzt schon sagen, dass in dieser Amtszeit wir es nicht mehr mit Überschüssen zu tun haben, sondern mit Defiziten. Die Zeit der Überschüsse ist vorbei. Und sehr geehrte Damen und Herren, in so einer Phase ist es dann natürlich, und das machen andere Landkreise, immer auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Regionsumlage um. Aber wenn ich mir meine Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen aus den 21 Kommunen anschaue, dann wäre es verantwortungslos, wenn wir jetzt sagen, wir lösen unsere Finanzprobleme mit einer Anhebung der Regionsumlage. Und deswegen werden wir das nicht machen. Die Hebesätze der Regionsumlage, die werden auch nach unserem Vorschlag 2023 gleich bleiben.
Und trotzdem müssen wir investieren. Wir müssen in dieser angespannten finanziellen Situation trotzdem Schwerpunkte setzen. Und wir müssen in einzelnen Bereichen natürlich weiterhin Investitionen vornehmen. Und wir haben immer gesagt, wir sind eine Familienregion, wir wollen uns um die Familien kümmern, wir wollen uns um die Kinder kümmern. Und deswegen müssen wir natürlich in diesem Bereich weiter in unserer Verantwortung gerecht werden. Und die Menschen und die Kommunen, die 21 Kommunen, die können sich hier auf unser Sozialdezernat, auf Frau Hanke und viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Sozialdezernat, auf die können sie sich verlassen. Ich habe in vielen Hospitationen, in einzelnen Bereichen, in einzelnen Teams, in Fachbereichen kennengelernt, was dort alles geleistet wird. Ob es die Wohnraumförderung ist, ob es die Frauenberatungsstellen ist, ob es die Teilhabe ist. All diese Bereiche werden dort verantwortungsvoll bearbeitet und das ist natürlich auch in den kommenden Wochen wichtig. Und wir haben natürlich auch Schwerpunkte. Wir werden weiterhin in den Ausbau der Kita-Plätze investieren müssen. Wir müssen dort weiterhin unsere Kommunen unterstützen. Es fehlen nach wie vor Kita-Plätze hier in der Region Hannover und deswegen müssen wir dort weiter aktiv werden. Wir müssen unsere Vereine unterstützen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie auch diese Krise, diese Energiekrise überstehen können. Und ich habe das schon im letzten Jahr bei der Einbringung des Haushalts gesagt, dass wir auch im Bereich der Schwimmoffensive investieren. Und das werden wir auch weitermachen. Wir werden die 250.000, die wir im letzten Jahr vorgesehen haben, die werden wir auch im nächsten Jahr, zumindest nach unserem Wunsch, weiter vorsehen. Weil ich glaube, dass es richtig war. Das ist eine freiwillige Leistung im Übrigen. 250.000 Euro für die Schwimmoffensive. Und es ist trotzdem eine richtige freiwillige Leistung. Und gar nicht mal deswegen, weil wir mit den 250.000 Euro jetzt schon über 1.200, 1.400 Kinder zum Schwimmen gebracht haben, sondern weil es dazu geführt hat, dass die Menschen in der Region darüber reden, ob Waspo, ob die Recken oder andere Vereine oder Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich engagiert, haben zusätzliche Schwimmkurse zur Verfügung gestellt, weil wir das Thema einfach wieder in den Fokus gerückt haben. Und deswegen, alleine deswegen, haben sich diese 250.000 für das Jahr 2022 schon gelohnt, in Zusammenarbeit mit dem TKH, mit dem Lehrter SV, mit dem Regionssportbund und dem Stadtsportbund. Im Übrigen eine einmalige Konstellation, gab es bisher nicht. Regionssportbund, Stadtsportbund haben immer getrennt voneinander gearbeitet. Hier bei dieser Initiative zusammen und es ist richtig, denn es hilft den Kindern hier in der Region Hannover. Aber auch im Zusammenhang mit der Unterbringung der Geflüchteten. Wir wissen alle, es waren überwiegend Frauen, die hierher gekommen sind mit kleinen Kindern. Und natürlich mussten wir schnell mit den Kommunen dort unterstützen, was die Unterbringung in Kitas angeht, in den Schulen angeht, was Sprachkurse angeht. Und auch dort unterstützen die beiden Dezernate, das Dezernat 1 von Frau Hermenau und das Dezernat 2 von Frau Hanke. Und so können wir auch in einer finanziell angespannten Situation sagen, wir bleiben die Familienregion hier in Hannover. Meine Damen und Herren, wir haben schon ganz häufig hier in der Regionsversammlung, im Ausschuss und auch in vielen anderen Gremien über die Situation unserer Krankenhäuser gesprochen. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, die Situation ist schwierig. Im Übrigen nicht nur beim Klinikum Region Hannover, wir werden ja heute auch noch über die BULS sprechen, und im Übrigen nicht nur bei all den Kliniken in der Region Hannover, sondern bundesweit. Und deswegen haben wir über eine Kapitalzulage schon in diesem Jahr 40 Millionen Euro dem Klinikum Region Hannover zur Verfügung gestellt und wir planen das auch für das Jahr 2023 mit rund 20 Millionen Euro. Diese Herausforderungen der Sanierung unserer Krankenhäuser, die werden wir nicht ganz alleine bewältigen können. Wir brauchen dort die Unterstützung des Bundes und wir brauchen dort auch die Unterstützung des Landes. Des Landes bei den Investitionen, die haben ihre Investitionen schon erhöht, ob das ausreichend ist, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Aber auch des Bundes, wir brauchen eine andere Krankenhausfinanzierung. Aber auch das habe ich immer gesagt, wir müssen auch hier in der Region Hannover unsere Hausaufgaben machen. Das machen wir. Wir haben verantwortungsvoll im Aufsichtsrat schon sehr schnell entschieden, schon in einer der ersten Aufsichtsratssitzungen in dieser Laufzeit, dass wir eine neue Medizinstrategie entwickeln. Und die Expertinnen und Experten am Klinikum Region Hannover arbeiten da. Ich hatte erste Gespräche dort auch, es hat eine Marktanalyse gegeben und es wird jetzt diese Medizinstrategie bis zum Ende des Jahres
erarbeitet. Und dann müssen wir sie umsetzen. Und das werden harte Diskussionen, das werden auch schwierige Entscheidungen, das muss uns allen klar sein. Aber ich will auch ganz klar sagen, diese Diskussionen eignen sich nicht für Parteipolitik. Es geht um die Gesundheitsversorgung hier von 1,2 Millionen Menschen. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen möglicherweise, wie wir zu einer besseren Gesundheitsversorgung kommen. Aber aus meiner Sicht hat das mit Parteipolitik wenig zu tun, sondern wir müssen alle gemeinsam. Und ich biete auch einen an, wer gute Ideen hat, wir sind offen, das Klinikum Region Hannover ist offen. Ob es um Reha-Kliniken geht, ob es um andere Profile von den einzelnen Standorten geht, ob es um Kooperationsmöglichkeiten gibt. Wir haben hier tolle Kooperationspartner, Medizinische Hochschule, die BULT ist genannt worden, andere Krankenhäuser. All diese Möglichkeiten müssen auf den Tisch. Im Übrigen auch, wie ist die Kooperation mit den Hausärzten, wie ist sie mit den Fachärzten, gerade im ländlichen Bereich. All diese Dinge müssen wir miteinander diskutieren, auch im Hinblick auf weitere Digitalisierungsmöglichkeiten. Und müssen sie dann hier in den Ausschüssen und in der Regionsversammlung gemeinsam entscheiden. Und mir ist bewusst, dass diese Entscheidungen, die wir dort zu treffen haben, keine einfachen werden, weil es natürlich auch immer um Standortfragen geht. Aber uns allen muss bewusst sein, das Ziel muss sein, dass wir eine wohnortnahe und gute Krankengesundheitsversorgung haben. Und da sind wir auf die Expertinnen und Experten vom Klinikum Region Hannover und darüber hinaus, wir werden ja auch weitere Expertise hinzuziehen, sind wir angewiesen. Und die werden wir diskutieren, die werden wir im Aufsichtsrat diskutieren und die werden wir dann hier in der Regionsversammlung diskutieren und dann alle gemeinsam dort entscheiden. Wir können nicht jedes Jahr 30 oder 40 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das belastet einen kommunalen Haushalt so stark, dass wir das nicht auf Dauer machen können. Wir können das jetzt temporär machen und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das auch hier in der Regionsversammlung beschlossen haben. Und da ist auch das Klinikum Region Hannover und vor allem auch die Beschäftigten sind dort sehr dankbar. Und im Übrigen, weil der BULT ist das Gleiche, auch die 3,6 Millionen, die heute hier auf der Tagesordnung stehen, die helfen auch erstmal für eine Zeit. Aber auf Dauer können wir uns das nicht leisten. Wir können als Region, als Kommune nicht alle Defizite auf Dauer ausgleichen. Krankenversorgung, Gesundheitsversorgung kann Geld kosten. Wir investieren ja auch. Wir investieren in die Neubaumaßnahmen, wir investieren in die Digitalisierung. Das ist ja alles nicht so, dass das Land die Investition zu 100% übernimmt, sondern wir nehmen da schon sehr viel Geld in die Hand. Und das können wir auch weitermachen. Aber die Defizite, die sich dort jetzt aufstauen, die können wir nicht auf Dauer immer wieder ausgleichen. Und deswegen sind wir da auf Bund und Land angewiesen. Gleichwohl sind wir auch in der Verantwortung. Ich bin mir ganz sicher, wir werden hier miteinander Lösungen finden und das Jahr 2023 zum Jahr der Entscheidungen für das Klinikum Region Hannover machen. Sehr geehrte Damen und Herren, der nächste Bereich ist der Verkehrsbereich. Der ist ja eben schon hier auch diskutiert worden. Frage, wie geht es weiter mit Transdev? Ich glaube, neben den Pendlerinnen und Pendlern sind Herr Franz und ich diejenigen, die vermutlich am enttäuschten darüber sind, wie sich das Ganze entwickelt. Das will ich ganz klar sagen. Da gibt es auch gar nicht schön zu reden. Das ist eine desaströse Situation. Jeder Einzelne, der jetzt wieder zurückkehrt zum Auto, weil er das ganze S-Bahn-Desaster sich nicht mehr angucken kann oder will, ist ein Rückschritt für die Verkehrswende. Und wir wollen alle eine andere Mobilität. Wir wollen, dass mehr Menschen mit S-Bahn, mit unseren Straßenbahnen, mit den Bussen fahren. Wir wollen, dass die Menschen mit Fahrrad fahren. Und wir wollen sie nicht gezwungen, sondern weil das Angebot besser ist, wollen wir sie vom Auto wegbekommen auf den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad. So, und da muss man ganz klar sagen, hilft uns das, was hier gerade passiert, überhaupt nicht. Aber Herr Nagel, wenn Sie dann sagen, es hilft nicht irgendwie über 365-Euro-Ticket. Jetzt ist er, glaube ich, gar nicht da. Aber er hört das, glaube ich, selbst auf der Toilette, habe ich eben gelernt, kann man zuhören. Und da draußen ist ja überall zu hören, was man so sagt. Also das 365-Euro-Ticket, das gibt es noch gar nicht. Und deswegen, wenn Herr Nagel sagt, wir sollen nicht so viel über 365 Euro reden und so weiter, sondern sollen erstmal die Situation verbessern. Genau das machen wir gerade. Und ich kann Ihnen jetzt noch sagen, warum gibt es das 365-Euro-Ticket noch gar nicht? Unter anderem deswegen, weil ein Bundesverkehrsminister, übrigens,
FDP-Mitglied, ein 9-Euro-Ticket eingeführt hat. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Aber das, was dort gemacht worden ist, das ist nicht nachhaltig. Das ist nicht nachhaltig, für 3 Monate mal eben 9 Euro anzubieten und danach nichts mehr. So, ich bin jetzt mal gespannt, was da kommt. Das ist genau das Gegenteil. Wenn Sie eine Frage haben, können Sie gerne eine Frage stellen. Ja, aber es gibt einen, hallo Herr Nagel, da sind Sie wieder, wunderbar, haben alles gehört, das ist sehr schön. Das 9-Euro-Ticket, ich will das gar nicht kritisieren. Ich will nur sagen, 3 Monate ohne Nachfolgelösung, das ist eine vertane Chance. Es haben über 52 Millionen Menschen dieses 9-Euro-Ticket sich gekauft. Und das ist das Gegenteil von nachhaltiger Verkehrspolitik. Wir machen genau das Gegenteil. Wir haben die Jugendnetzkarte, die kostet 15 Euro. Wir haben das Seniorinnen-Ticket, ist deutlich günstiger als das 365-Euro-Ticket. Und wir haben jetzt die Ehrenamtskarte eingeführt für 365 Euro. Im Übrigen habe ich mich da gefreut, als wir darüber gesprochen haben, hat die CDU gesagt, wir wollen auch das 365-Euro-Ticket. Und da bleiben wir auch dran. Aber natürlich nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wo auf Bundesebene noch nicht mal entschieden worden ist, wie es jetzt weitergehen soll. Und es ist im Übrigen schon ein großer Unterschied, ob ein 365, ob ein Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket 39 Euro, 49 oder 69 Euro kostet. Das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Aber die Preispolitik ist nicht das einzige Wichtige in der Verkehrspolitik. Und deswegen werden wir 2023 ja auch den Sprint-I einführen in 9 weiteren Kommunen. 3 haben wir schon, es läuft wunderbar und das ist ein richtiges Vorzeigeprojekt, insbesondere um den ländlichen Bereich weiter anzubinden. Die Ehrenamtskarte für 365 Euro haben wir eingeführt, im Übrigen auch hier einstimmig beschlossen. Gute Sache und es zeigt, dass das auch wirkt. Denn wir haben deutlich mehr Anfragen für die Ehrenamtskarte als zuvor. Und es ist eine Belohnung, es ist eine Anerkennung für die vielen Tausend. Wir haben über 300.000 Ehrenamtliche hier in der Region Hannover, die sich täglich engagieren. Und deswegen haben wir diese Karte eingeführt. Wir machen aber auch noch andere Sachen. Wir investieren in die Fahrradinfrastruktur, wir investieren in die Barrierefreiheit. All das sind Investitionen, die sinnvoll sind und die den öffentlichen Nahverkehr, einer Ihrer Kolleginnen und Kollegen hat es eben gesagt, wir sind Vorbild, wir waren viele Jahre Vorbild und wir werden das auch wieder. Wenn wir diese Transdev-Krise überstanden haben, werden wir hier wieder Vorbild für den öffentlichen Nahverkehr sein. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eben schon viel über Krisen gesprochen. Wir haben noch eine weitere Krise, nämlich die Klimakrise. Die ist bei vielen möglicherweise auch in den letzten Monaten ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Aber die aktuelle Situation über Energieversorgung und viele andere Dinge zeigt, dass wir auch dort aktiv sein müssen und auch bleiben werden. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass die zuständige Dezernentin sich sehr schnell auf den Weg gemacht hat mit der Neuauflage des RROP, wo wir deutlich mehr Windkraftanlagen hier in der Region schaffen wollen. Und jetzt haben wir aber durch neue gesetzliche Rahmenbedingungen auf Bundesebene eine neue Situation. Die hilft uns, aber die führt auch dazu, dass wir das Ganze nochmal überarbeiten müssen. Und deswegen bin ich auch da, Frau Karasch, sehr dankbar, dass Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier aus der Regionsverwaltung jetzt schnell diese Überarbeitung vornimmt und dann tatsächlich dafür sorgen kann, dass wir hier deutlich mehr Windkraftanlagen in der Region Hannover haben. Und das Gleiche gilt auch für Solarkataster. Auch da haben wir eine gute Analyse, haben wir tolle Möglichkeiten, jetzt über dieses Kataster zusätzliche Solaranlagen auf die Dächer hier in der Region Hannover zu bekommen. Und gemeinsam auch hat die Finanzdezernentin Frau Drautz in der vergangenen Woche ja auch vorgestellt, was wir benötigen, auch finanzieller Art, rund 9 Millionen Euro pro Jahr, um unsere eigenen Gebäude klimaneutral zu gestalten. Auch das sind Investitionen, auch das sind, die einen sagen, freiwillige Leistungen, sie sind aber absolut notwendig.
Und wir müssen, wenn wir es ernst meinen mit dem Ziel, klimaneutral 2035 zu werden, dann müssen wir auch selber bei unseren eigenen Gebäuden anfangen. Und deswegen ist es sinnvoll, diese Mittel auch zur Verfügung zu stellen. Und lassen Sie mich vielleicht in dem Zusammenhang auch noch einen anderen Punkt erwähnen, weil der hier ja auch über viele Jahre immer sehr kontrovers diskutiert worden ist. Und das ist die Frage Sack oder Tonne. Und auch da haben wir im vergangenen Jahr klare Entscheidungen getroffen. Und es hilft doch nichts, 10 Jahre die Diskussion zu führen, ohne eine klare Entscheidung zu treffen. Und jetzt haben wir sie getroffen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und da bin ich sehr dankbar, dass das zuständige Dezernat von Frau Karasch das gemeinsam mit dem AH-Chef so gut vorbereitet hat. Diese Themen zeigen Klima, Verkehr, Gesundheit, Soziales. Wenn wir gut zusammenarbeiten, wenn wir kooperieren mit unseren 21 Kommunen, dann können wir in all diesen Bereichen sehr erfolgreich sein. Und das werden wir im Jahr 2023 auch weitermachen. Das Jahr 2023 wird ein Jahr mit harten Entscheidungen, nicht nur bei dem Klinikum. Wir werden auch über die mögliche oder stärkere Zusammenarbeit von Östra Regiobus sprechen, über all die Fragen, die dort gerade diskutiert werden. All diese Dinge werden im Jahr 2023 entschieden. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, die Einbringung des Haushalts, um mich bei den Kolleginnen und Kollegen hier in der Regionsverwaltung zu bedanken, die im vergangenen Jahr in all diesen Bereichen richtig gute Arbeit geleistet haben. Und wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir das erste Mal seit vielen Jahren einen Haushalt einbringen und auch einen Stellenplan einbringen, mit einer deutlich niedrigeren Stellenanmeldung als in den Jahren zuvor. Wir haben sonst immer 100, 120, teilweise sogar 170 zusätzliche Stellen, weil wir auch zusätzliche Aufgaben haben angemeldet. Mit diesem Haushalt sind es 27. Und das sind alles Stellen, die durch gesetzliche Veränderungen auch absolut notwendig sind. Und ich glaube, dass wir auch hier in der Regionsverwaltung mit zusätzlichen Aufgaben, die wir übernehmen, vermutlich noch deutlich mehr Stellen nötig hätten. Und trotzdem ist es in dieser Haushaltssituation richtig, dass wir die Arbeitsprozesse überprüfen und dass wir natürlich unseren Stellenplan uns genau angucken. Und deswegen haben wir schon zu Beginn der Haushaltsaufstellung hier miteinander vereinbart, dass wir so wenig Stellen wie möglich anmelden, weil das natürlich auch ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung ist. Ich finde es gut, dass es uns jetzt gelungen ist, das wirklich auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Arbeit nicht zu tun ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch unsere Arbeitsprozesse hier in der Regionsverwaltung nochmal angucken und auf Digitalisierung überprüfen. Und deswegen werden wir auch mit externer Unterstützung beginnen, beim Gesundheitsamt, bei der Ausländerbehörde, all die Prozesse, nicht nur die Arbeitsprozesse, sondern alle Prozesse auch im Hinblick auf eine stärkere Digitalisierung überprüfen und schauen, inwiefern wir da erstens noch schneller, zweitens moderner und drittens digitalisierter werden können. Sehr geehrte Abgeordnete, wenn wir jetzt einen Haushalt einbringen mit einem geplanten Defizit von 134 Millionen Euro, dann heißt das, dass wir auch ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen müssen. Das ist so vorgesehen. Es hat in den vergangenen Jahren durchaus Ausnahmen gegeben aufgrund der Corona-Pandemie. Und es gäbe auch jetzt wieder die Möglichkeit, aufgrund der Folgen oder der mit der Ukraine-Krise verbundenen zusätzlichen Finanzausgaben. Aber das würde uns nicht helfen. Was uns hilft, ist nicht eine deutliche Verschuldung, sondern was uns hilft, was den Kommunen insgesamt in Deutschland hilft, ist eine bessere Einnahmesituation. Und da müssen wir auch alle gemeinsam, das gilt für alle Kommunen, das gilt auch nicht nur für die Region Hannover, sondern das gilt auch für andere Regionen in Deutschland, müssen wir gemeinsam auf den Bund, auf die Länder zugehen und sagen, die Kommunen müssen deutlich stärker entlastet werden, weil ganz viele zentrale Aufgaben, die auf Bundesebene entschieden werden, die auf Landesebene entschieden werden, die müssen in den Kommunen umgesetzt und finanziert werden. Und trotzdem müssen wir auch dort unsere Hausaufgaben machen. Und deswegen werden wir ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen, wo wir natürlich unsere
unseren Stellenplan, unseren Personalplan uns nochmal im Detail anschauen. Wir werden auch, ein wichtiger Wunsch von Ihnen, uns die freiwilligen Leistungen anschauen. Aber was wir nicht machen werden, ist einfach blind alle freiwilligen Leistungen streichen und dann sagen, so jetzt haben wir einen ausgeglichenen Haushalt. Das wird nicht klappen und das werden wir auch nicht machen. Weil das wäre das Ende der Kommunalpolitik, wenn wir einfach sagen, wir hören mit den freiwilligen Leistungen auf. Und wir werden natürlich auch anschauen, dazu habe ich ja eben schon einiges gesagt, wie die Defizite beim Klinikum Region Hannover und bei anderen Bereichen zustande gekommen sind. In beiden Bereichen, und da hat Herr Franz auch schon darauf hingewiesen, in beiden Bereichen, ob es beim Klinikum Region Hannover ist oder beim öffentlichen Nahverkehr, das sind zwei zentrale Bereiche, wo es nicht ganz ohne Unterstützung des Bundes und des Landes geht, um all den Aufgaben gerecht zu werden. Wir werden uns auch gemeinsam mit allen 21 Kommunen die Aufgabenverteilung angucken. Alle Kommunen hier haben enorme Finanzprobleme und deswegen müssen wir nach 20 Jahren Region natürlich auch schauen, was kann man eigentlich besser machen? Wo gibt es noch bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit? Wo kann man auch Dinge effizienter gestalten? Da geht es nicht nur in die eine oder in die andere Richtung, sondern man muss sich all die Aufgaben anschauen und gucken, wo sind sie besser aufgehoben? Zentral bei der Region oder in der einzelnen Kommune? Und auch das wird eine Aufgabe in den nächsten Jahren. Ich weiß, dass es nicht einfach sein wird, aber es ist zwingend geboten, in so einer finanziellen Situation von der Region Hannover und allen 21 Kommunen diese Diskussion zu führen. Also, sehr geehrte Damen und Herren, die Haushaltslage ist angespannt und stark defizitär. Das wird auch mittelfristig so bleiben. Wir werden dennoch als Region Hannover gezielt in die wichtigen Bereiche investieren und wir werden einen klaren Plan vorlegen, wie wir unser Haushaltsdefizit minimieren. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Drautz. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Vertreterin der Presse, liebe Anwohnerinnen und Anwohner und wen ich sonst noch vergessen haben mag, herzlich willkommen zur Haushaltseinbringung. Gestatten Sie mir doch eine Bemerkung vorweg, weil der Begriff dann doch hier zu häufig auftaucht, als dass es mir gelingen würde, dazu nicht einen Kommentar, eine Vorbemerkung abzugeben. Was heißt denn hier eigentlich freiwillig? Jeder einzelne Cent, jede einzelne Stelle, jede einzelne Maßnahme ist von dieser Regionsversammlung beschlossen, beraten und verabschiedet worden. Die Verwaltung setzt das um. Insofern werden wir Ihnen nicht die Aufgabe abnehmen können, darüber hier zu beraten, welche Leistungen, welche Aufgaben diese Verwaltung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Region zukünftig umsetzen soll oder nicht. Und das wird auch, und damit verbinde ich einen großen Dank insbesondere an meinen Finanzbereich, diese Verwaltung nicht tun können. Das wird sie Ihnen nicht abnehmen können, diese Aufgabe. Diese Verwaltung hat Ihnen auf Grundlage von Recht und Gesetz Frau Drautz einen 946 Seiten starken Haushaltsplanentwurf erarbeitet. Der wird Ihnen vorliegen. In, glaube ich, 20 Minuten wird der Link online sein. Und mit diesem Haushaltsplanentwurf müssen Sie sich natürlich, können Sie sich auseinandersetzen oder nicht. Wir werden selbstverständlich, das sei auch klargestellt an dieser Stelle, selbstverständlich jede einzelne Frage, was sich hinter jedem Ansatz, hinter jeder Aufwendung, hinter jedem Ertrag verbirgt, pflichtgemäß und freiwillig beantworten. Der Regionspräsident hat es bereits in seiner Rede über die grundsätzliche Ausrichtung unseres Haushalts erwähnt. Das Zahlenwerk ist beeindruckend. Man könnte sagen, um mit Max Frisch zu sprechen, die Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.
Allerdings lässt sich angesichts dessen, was wir hier insbesondere seit der letzten Haushaltseinbringung erlebt haben, tatsächlich dieser Beigeschmack nicht immer nehmen. Wir haben massive wirtschaftliche und finanzielle Folgen, die durch den Krieg in der Ukraine seit der Haushaltseinbringung im März uns treffen. Wir haben Energiepreissteigerungen, die wir infolgedessen kaum in ihrer Folgewirkung bisher abbilden können. Wir haben eine Inflation, die dazu führt, dass Menschen auch mit normalem Einkommen teilweise ihre alltäglichen Dinge nicht mehr bezahlen können oder perspektivisch nicht mehr bezahlen können. Wir haben eine Zinsentwicklung, die in der Geschichte der Europäischen Union beispielslos war. Und wir haben Klimafolgen, letztlich auch die Corona-Pandemie, die wir nach wie vor so en passant noch mit zu bewältigen haben. Und all dies sind Planungsprämissen, die wir versuchen, in diesem Haushalt, den zweiten in diesem Jahr, abzubilden und natürlich mit Unwägbarkeiten verbunden sind, die wir auch in dieser Momentaufnahme nur annähernd beschreiben können. Der Finanzminister, der Bundesfinanzminister, hat die letzte Steuerschätzung insofern folgerichtig aus dem Mai 2022 mit der Überschrift „Die Steuerschätzung ist eine Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit" betitelt. Und auch das gilt für diesen Haushalt. Diese bestehenden Unsicherheiten werden nicht nur weiter existieren, sondern sie werden natürlich auch diesen Haushalt und jede einzelne Entscheidung tagtäglich beeinflussen. Also insofern nochmal Dank an meine Verwaltung, Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzbereich und allen anderen Bereichen, die hier zum zweiten Mal in diesem Jahr Ihnen einen Entwurf vorgelegt haben, knapp 1000 Seiten stark, und Ihnen damit, glaube ich, auch den demokratischen Anspruch erleichtern, hier entsprechende Schwerpunkte setzen zu können. Nun kommen wir zu den Zahlen. Ich habe Ihnen, um meine Redezeit ein wenig zu verkürzen, ein paar Folien mitgebracht. Sie sehen, glaube ich, die dramatische Entwicklung für diejenigen, die sonst sich nicht mit Zahlen so sehr beschäftigen, aber in einer Deutlichkeit, die fast keiner Erklärung bedarf. Das ordentliche Ergebnis wird von 2021 über 2022 sich im Plan 23, den wir Ihnen jetzt vorlegen, auf 134,1 Millionen verschlechtern. Das ist eine Dynamik, die auch ich mir mit Amtsantritt weder gewünscht noch vorgestellt habe und die selbstverständlich auch so nicht einfach zu kompensieren sein wird. Nochmal zur Erinnerung, wir haben in den vergangenen beiden Jahren aufgrund guter Ergebnisse die regionsangehörigen Kommunen hier mit 37 Millionen Euro entlasten können und sind jetzt in einer Situation, wo wir mit 134 Millionen Euro im Negativen sind. Und das, was im Jahr 2021 noch, allerdings auch unter den Pessimisten schon kritisch gesehen, aber unter einigen noch als einmaliger negativer Effekt beurteilt wurde, hat sich als allgemeiner Trend verfestigt. Man kann sagen, die goldene Dekade der letzten 10 Jahre mit Überschüssen ist vorbei. Wir werden in absehbarer Zeit, und damit meine ich wahrscheinlich sogar den Zeitraum über die Finanzplanung, den Mittelfristzeitplan hinaus, nie wieder in eine so komfortable Situation kommen, wie es Ihnen und uns die letzten 10 Jahre vergönnt war. Die multiplen Krisen hat der Regionspräsident hier eben genannt. Ich möchte Ihnen aber das Defizit doch mit ein paar konkreten Zahlen noch mal erläutern und warum sich das im Vergleich zur Planung fast verdoppelt hat, zur Planung 22, zur Planung 21 reden wir schon gar nicht mehr von. Zunächst einmal werden wir bei den Erträgen einen Einbruch der Kreisschlüsselzuweisung, ich werde später noch darauf eingehen, verzeichnen in Höhe von 27 Millionen Euro. Wir werden selbstverständlich, und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Sozialdezernat werden das Ihnen auch mit Einzelfällen drastisch darstellen können, bei den Aufwendungen für die Geflüchteten natürlich erhebliche Steigerungsraten haben, 9,7% allein bei den Kosten der Unterkunft und 3,4% steigt der 3,4 Millionen, Entschuldigung, steigt der Eigenanteil für die Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit. Menschen, die keine Krankenversicherung haben, müssen bezahlt werden, Hilfe zur Gesundheit. Wir haben selbstverständlich im Verkehrsbereich eine Steigerung, und zwar im zweistelligen Bereich, 18,3 Millionen allein an höheren Energiekosten für bestellte Verkehrsleistungen. Und auch das eine Zahl, die an Deutlichkeit, glaube ich, nicht erwartbar war. Wir haben in der Jugend- und Eingliederungshilfe Steigerungen durch höhere Entgelte und Maßnahmensteigerungen in Höhe von 28 Millionen Euro.
Das alles heißt, dass wir die positive Entwicklung, die wir hier noch in 21 bei den Alt-4-Beträgen haben, selbstverständlich so nicht mehr fortschreiben können. Wir werden das nicht durchtragen können. Wir werden von 184 und 189 Millionen Euro absehbar fast 100 Millionen schlechter bei den Altfehlbeträgen sein und mit 262 Millionen abschließen. Wir haben im Vergleich zur Ertragslage, das habe ich eben schon gesagt, 27 Millionen Euro weniger Kreisschlüsselzuweisung. Und das ist eine Schizophrenie, die ich Ihnen gerne mal vor Augen führen möchte, welche Effekte vermeintliche Entlastungspakete auch haben können, wenn sie nicht am Ende sozusagen durchgerechnet und durchgetragen oder auch durchdacht sind. Bei den Kreisschlüsselzuweisungen müssen wir auf 27 Millionen Euro verzichten. Warum? Weil die Erhöhung der Bundeserstattung im Bereich der Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 23 vollständig auf dem Rahmen des Finanzausgleichs berücksichtigten Soziallasten angerechnet wird. Was heißt das im Ergebnis? Die Entlastung, die der Bund vermeintlich bei der KDU vornimmt, wird durch die sinkenden Kreisschlüsselzuweisungen mehr als aufgezehrt und bedeutet im Ergebnis für die Region, dass wir von Kreisschlüsselzuweisungen im Jahr 2021 in Höhe von 260 Millionen Euro jetzt auf 200 Millionen herunterfallen. Das ist nicht zu kompensieren. Insofern hat der Regionspräsident recht, wenn er darauf hinweist, dass die Finanzierungssystematik und Arithmetik diskutiert werden muss. Und zwar nicht nur in der Frage, wer eigentlich welche Sachen finanzieren muss, Stichwort Freiwilligkeit, sondern auch, welche Effekte etwaige Ausgleichsmechanismen oder Ähnliches haben. Das gilt im Übrigen auch für die innerregionalen Ausgleichsmechanismen, die wir hier diskutieren. Für Sie nochmal zur Erläuterung der weiteren Erträge, ohne das hier zu überstrapazieren zu wollen. Dahinter verbergen sich unter anderem 128 Millionen Euro Erstattungen aus dem SGB II, Asylbewerberleistungsgesetz, 84 Millionen Euro Gebühren aus dem Rettungsdienst, 52 Millionen aus dem Jugendbereich, das sind Unterhaltsvorschuss und Kita-Förderung. Und ehrlicherweise erhoffen wir natürlich, dass sich die Ertragssituation auch noch verbessert, weil wir fest davon ausgehen und darauf auch dringen werden, dass der Bund die finanzielle Kompensation für die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine auch für das Jahr 2023 beschließt. Der Regionspräsident hat es eben genannt. Die Region Hannover hat aufgrund einer sehr, sehr guten Vor-Corona-Einnahmesituation die Möglichkeit gehabt, die Hebesätze in den letzten Jahren deutlich zu senken, und zwar weit über das hinaus, was andere Landkreise gemacht haben. Und damit auch das, was wir als sozusagen solidarische Region definiert haben oder auch eine atmende Regionsumlage. Natürlich sollen die Kommunen davon profitieren, wenn es der Region gut geht, und umgekehrt soll die Region davon profitieren, wenn es den Kommunen gut geht. Und wir haben deswegen natürlich auch entsprechend in der schönen Zeit die Hebesätze deutlich gesenkt. Mit Blick auf die defizitäre Mittelfristplanung des Haushalts werden wir aber hierfür jedenfalls in der Zukunft keinen weiteren Spielraum sehen. Das heißt nicht, dass wir sie erhöhen werden. Der Regionspräsident hat es angekündigt. Das ist eine Setzung, die wir hier durchtragen werden. Trotz dieser angespannten Haushaltslage werden wir auf eine Erhöhung der Hebesätze verzichten. Das gilt auch für den Mittelfristzeitraum. Wir kommen zu den Aufwendungen. 2,5 Milliarden Euro geben Sie, geben wir aus, sind eingeplant. Die größten Teilhaushalte will ich kurz anreißen. Der Teilhaushalt Soziales ist mit fast 1 Milliarde Euro nach wie vor der Teilhaushalt mit dem größten Volumen. Das war ja auch in den Vorjahren so. Und es wird Sie nicht wundern, dass wir hier mit einer Steigerung der Aufwendungen in 23 zu rechnen haben. So sind neben den eben beschriebenen allgemeinen Unterkunftskosten im Bereich des SGB II allein knapp 10 Millionen Euro zusätzlich für Unterkunftskosten für Flüchtlinge aus der Ukraine berücksichtigt. Wir rechnen rund mit 4.500 zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften, wenn ich da die Zahl richtig habe. Auch das ändert sich natürlich tagtäglich. Und wir haben im Bereich der Grundsicherung im SGB XII natürlich auch höhere Kosten bei den Leistungen, die ich eben schon genannt habe, Leistung der Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Gesundheit. Die steigenden Energiekosten sind übrigens auch Kosten, die wir im Sozialbereich sehen. Natürlich haben die Transferleistungsempfänger hier auch weitere Aufwendungen, die weitergegeben werden und entsprechend auch die öffentlichen Haushalte zu belasten werden. Die
18 Millionen im Verkehrsbereich habe ich Ihnen eben schon angezeigt. Die sind im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass wir in 2022 noch eine Übergangsbeauftragung übrigens der S-Bahn an die DB Regio eingeplant haben, die in 2023 entfällt. Und darauf möchte ich auch hinweisen, und das ist ein weiteres Risiko, das Sie kennen sollten, die Energiekostensteigerungen bei unseren Verkehrsunternehmen sind im Haushaltsplanentwurf noch nicht mit berücksichtigt und werden selbstverständlich die Zahlen noch massiv verändern. Ein nicht unbeträchtliches Risiko, das natürlich umso größer wird, je schleppender die Erholung der Fahrgeldeinnahmen vonstatten geht. Ich werde noch ein paar Worte zu den Investitionen sagen. Vielleicht können Sie da noch mal die Folie einblenden. Sie sehen, wir haben nach wie vor ein Gesamtvolumen, das ich für nicht unbeträchtlich erachte, in Höhe von 161,6 Millionen Euro eingeplant. Um es vorweg zu sagen, auch hier wird nicht mehr alles Wünschenswerte möglich sein. Auch hier haben wir bereits im Verwaltungsentwurf durch ein Verschieben von Projekten und Maßnahmen, durch ein Voranstellen der Ausbauinvestitionen vor Erweiterungen, durch die Schaffung von Investitionskorridoren, einige Priorisierungen vorgenommen. Aber auch hier wird es der Regionsversammlung und Ihnen nicht erspart bleiben, eigene Schwerpunkte zu setzen. Wir werden stärker priorisieren müssen. Die Verzweieinhalbfachung der Planzinsen von 2 auf 4,5% ist eingepreist. Sie kennen die Folgewirkungen dessen und sie werden natürlich multipliziert, katalysiert durch extreme Baukostensteigerungen sowie durch Liefer- und Materialengpässe, die entsprechende Kosten nach sich ziehen. Nichtsdestotrotz, das Investitionsprogramm halte ich für ausgewogen und auch in 2023 für hoch ambitioniert. Sie sehen, wie sich das Volumen verteilt. Allein ein Drittel aller Investitionen fließt in die Krankenhäuser. Der Verkehrsbereich ist mit rund 41 Millionen nach wie vor ein Investitionsträger im positiven Sinne. Allein 32 Millionen sind dafür ÖPNV-Projekte vorgesehen. Aber auch, und das haben wir eben gesagt, sind natürlich Maßnahmen im Bau- und Gebäudebereich vorgesehen. Nicht nur hier am Campus, sondern auch im Schulbereich. Und das ist übrigens eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die Unterrichtsversorgung hier zu ermöglichen. Und auch das ist selbstverständlich im Investitionsplafond abgebildet. Wir werden dennoch, und da zeige ich Ihnen mit der nächsten Folie als letztes eine Trendumkehr zu verzeichnen haben, was die Verschuldung betrifft. Die Talsohle in 2020 ist leider erreicht. Die Gesamtverschuldung steigt und könnte bei knapp 1,6 Milliarden Euro am Ende landen dieses Planungszeitraums. Das ist eine bedauerliche Entwicklung. Sie sehen, dass hier natürlich die Zinseffekte entsprechend durchschlagen werden und selbstverständlich auch das, was wir insgesamt an Mehrkosten haben, die wir für unsere Investitionen aufnehmen müssen. Umso wichtiger, übrigens auch auf leisen Sohlen und im Hintergrund permanent arbeitend, ist das, was unser Kreditmanagement tagesaktuell hier leistet. Mit der Zinsstrategieanpassung und der Marktbeobachtung tagtäglich können diese Kolleginnen und Kollegen unser Portfolio optimieren und dafür sorgen, dass wir in Niedrigzinszeiten keine Verwahrentgelte bezahlen müssen und in Hochzinszeiten optimale Abschlüsse erzielen. Auch das ein Dankwert, der uns viele, viele Millionen tagtäglich erspart. Aber die Zeit des billigen Geldes ist vorbei. Sie wissen das. Dieses Kreditmanagement kann nur einen Teil abfangen. Die Prioritäten liegen bei Ihnen. Wie sieht es jetzt in der Mittelfristplanung aus? Wir sind weit davon entfernt. Der Regionspräsident hat es gesagt, einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Die Effekte möchte ich hier nicht wiederholen, aber die schlechteren Ergebnisse sind natürlich etwas, was uns alle belastet. Sie sehen in der Planung, dass wir hier verschiedene Annahmen gesetzt haben, sowohl was die Steuerentwicklung betrifft, als auch was etwaige Fahrgeldannahmen betrifft, als auch was die Belastung in den Sozialkosten betrifft. Und das wird alles sozusagen in der Mittelfristplanung nun abgebildet werden.
Die Beibehaltung der Hebesätze habe ich eben schon genannt und die Abschmelzung des SGB-II-Landeszuschusses habe ich eben auch in dem Effekt beschrieben. Es bleiben also große, große Unsicherheiten in der Mittelfristplanung. Wir kommen um ein Haushaltssicherungskonzept nicht mehr herum und, das sage ich auch schon mal an dieser Stelle, wir werden sehr, sehr, sehr genau unsere Nettoposition, also unsere Eigenkapitalquote anschauen müssen, denn auch hier ist eine wesentliche Finanzkennziffer die, ob wir in einem Vermögen auf der anderen Seite etwas vorzuweisen haben oder nicht. Das Haushaltssicherungskonzept muss aus meiner Sicht ein paar Bausteine beinhalten. Es wurde eben schon angerissen. Natürlich müssen die Beteiligungen ihren Konsolidierungsbeitrag bringen. Natürlich müssen wir bei der Finanzausstattung die Fragen von Konnexität und sozusagen Verantwortung, Zuständigkeiten diskutieren. Das werden wir auch im Verbund mit den kommunalen Spitzenverbänden machen. Natürlich werden wir eine Aufgabenüberprüfung machen müssen, aber das werden wir nicht alleine tun, sondern das werden wir mit Ihnen gemeinsam tun. Und wir werden selbstverständlich auch schauen, wo wir über Einzelmaßnahmen, Verzicht auf Investitionen mit Folgekosten und auch auf der Seite der Ertragssteigerung noch handeln können bzw. müssen. Ich sage auch, der Regionspräsident hat es exemplarisch genannt, dass wir langfristige Folgen aber dabei berücksichtigen. Es ist eine Binse, dass bestehende Strukturen, wenn sie einmal kaputt gespart oder gestrichen worden sind, nicht wieder so leicht aufzubauen sind. Es wird also harte Einschnitte geben und die Konsolidierung wird ein mehrjähriger und langjähriger Prozess sein. So viel sei schon mal genannt. Und wir werden in diesem Prozess nicht auf Sie und Ihre Mitwirkung verzichten können. Es wird eine zwingende Notwendigkeit sein, die Verwaltung und die Abgeordneten, und zwar nicht nur hier in der Regionsversammlung, sondern insbesondere in den Fachausschüssen, denn dort passiert ja die eigentliche Arbeit und dort passiert das, was man, glaube ich, demokratisch dann in so einem fast 1000 Seiten starken Zahlenwerk dann auch aggregiert zusammenfindet, dass was diese Region sich leisten kann, was sie sich leisten will, was ihr Verständnis von einer lebenswerten Region Hannover ist. Und das ist das, wofür meine Verwaltung auf jeden Fall Ihnen gerne zur Seite steht. Und ich glaube, da kann ich auch dann im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen sprechen, wofür wir alle zur Verfügung stehen, diese Beratung professionell bestmöglich zu begleiten. Ich möchte, dass Sie aber auch wissen, dass wir uns selber natürlich anschauen werden. Wir haben eine ambitionierte Tagesordnung oder Jahresplanung, was die internen Prozesse betrifft. Das fällt ja manchmal nicht so auf. Wir werden selbstverständlich hier neben den Zielbildern, die ich eben skizziert habe, sicheren Wohnraum schaffen, Kommune oder Region für Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen bleiben zu wollen. Wir wollen eine transparente Verwaltung bleiben, die Bürgerinnen modern und ortsunabhängig Services anbietet. Wir möchten selbstverständlich die Mobilität in ländlichen Räumen und auch im städtischen Bereich erhalten und wir werden all das vor dem Hintergrund finanziell knapper werdender Ressourcen mit ihm im Diskurs beraten und dann hoffentlich auch beschließen und nicht zuletzt umsetzen. Dafür werbe ich und dafür danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Frau Drautz, vielen Dank. Ich habe das Ende verpasst. Entschuldigung. Okay, dann haben wir diesen Tagesordnungspunkt auch hinter uns gebracht und jetzt steigen wir in die normalen Beratungen ein. Wir können gleich tatsächlich endlich mal abstimmen. Und ich weise darauf hin, dass ganz viele der Drucksachen, die jetzt also der überwiegende Anteil der Drucksachen, die jetzt kommen, zur mehrheitlich oder einstimmig beschlossen, also vorberaten worden sind. Und insofern kann es ja sein, dass es gar nicht so viel Diskussion hier mehr dann gibt. Gut, wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6. Das ist die Drucksache 1038. Die ist einstimmig empfohlen worden. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer ist gegen diese Drucksache? Wer enthält sich?
Eine Enthaltung, dann ist die Drucksache so beschlossen. Tagesordnungspunkt 7, das ist die Drucksache 919, ebenfalls einstimmig empfohlen. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Dann ist diese Drucksache einstimmig empfohlen. Tagesordnungspunkt 8. Ich muss umblättern, Sekunde. Auch die ist einstimmig empfohlen worden. Auch hier frage ich, gibt es Wortmeldungen? Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Einstimmig beschlossen. Tagesordnungspunkt 9. Da kommen wir, das sind 4 Drucksachen zum Klinikum, Tagesordnungspunkt 9.1 bis 9.4. Frau Hinze hat sich gemeldet, möchten Sie allgemein dazu sprechen? Gut, dann erteile ich Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde den Vorschlag machen, den kompletten Tagesordnungspunkt 9 komplett zu diskutieren, wenn Wortmeldungen sind und auch en bloc abzustimmen. Vielen Dank. Das steht auch auf meinem Sprechzettel. Ich hätte es selber noch vorgeschlagen. So, dann frage ich jetzt erstmal, also gibt es überhaupt gegen dieses Verfahren Bedenken? Das sehe ich nicht. Dann frage ich jetzt, gibt es inhaltliche Wortmeldungen zu einer der Drucksachen? Das ist auch nicht der Fall. Dann stimmen wir en bloc ab. Die sind alle einstimmig vorbereitet, empfohlen worden. Dann frage ich auch da, gibt es Gegenstimmen gegen diese Vorlagen? Gibt es Enthaltungen? Dann sind die Tagesordnung, also das sind dann die Drucksachen 987, 988, 89 und 990 einstimmig beschlossen worden. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 10. Das ist die Drucksache 1027. Auch die ist einstimmig empfohlen worden. Gibt es Wortmeldungen? Herr Alter. Und Herr Loskant. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen heute über das Kinderkrankenhaus auf der Bult und ich könnte Ihnen jetzt erzählen, dass dort jedes Jahr mehr als 50.000 junge Patienten versorgt und behandelt werden. Ich könnte Ihnen auch erzählen, dass dort das größte Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche in Deutschland sowie das Schwerbrandverletztenzentrum für Kinder existiert. Das Kinderkrankenhaus auf der Bult genießt nicht nur in der Landeshauptstadt und im Umland, sondern auch über unsere Regions- und Landesgrenze hinaus einen exzellenten Ruf, der seinesgleichen sucht. Wir können schon stolz darauf sein, dass sich hannoversche Bürger im Jahr 1863 zusammengetan haben, um die Hannoversche Kinderheilanstalt zu gründen. Und ich bin mir sicher, dass unter uns Abgeordneten einige dabei sind, die schon mit ihrem Nachwuchs dort gewesen sind und oder als Kind selbst einmal dort behandelt wurden. Ich könnte das jetzt beliebig fortsetzen, aber heute geht es um etwas anderes. Wie fast alle Krankenhäuser in der Bundesrepublik ist auch das Kinderkrankenhaus in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Vorständin, Frau Dr. Genewein, hat im Fachausschuss deutlich gemacht, wie es um das Kinderkrankenhaus aktuell bestellt ist und dass Leistungseinschränkungen in der Gesundheitsversorgung drohen. Die Hauptursachen dafür liegen insbesondere in dem Fallpauschalensystem, dass Kinder- und jugendmedizinische Leistungen bzw. Behandlungen nicht zeitgemäß vergütet, sowie in der deutlich zurückgegangenen Spendenbereitschaft. Beide Punkte können wir als Kommunalpolitik nicht oder höchstens mittelbar beeinflussen. Was wir als Kommunalpolitik aber unmittelbar bewirken können, ist heute darüber zu entscheiden, ob wir dieser Einrichtung einen Zuschuss in Höhe von 3,6 Millionen Euro gewähren wollen, um die Gesundheitsversorgung der Kinder und Jugendlichen in dem gewohnten Umfang aufrechtzuerhalten. Natürlich müssen wir wissen, worauf wir uns einlassen und welche finanziellen Risiken damit verbunden sind. Das sind wir sowohl den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern als auch den regionsangehörigen Kommunen schuldig, die im Zweifel über die Regionsumlage finanziell daran beteiligt werden und die derzeit selbst unter erheblichem Finanzdruck und Sparzwängen stehen. Als SPD-Fraktion sind wir nach ausgiebiger Beratung zu dem Ergebnis gekommen, dass das finanzielle Risiko, das wir mit dem auf 3 Jahre angelegten Engagement eingehen wollen, überschaubar und insgesamt vertretbar ist.
Wir werden der Drucksache also zustimmen. Zum Letter of Intent, kurz LOI, der hier nicht zur Abstimmung steht, beziehungsweise der heute schon im Regionsausschuss beschlossen wurde, möchte ich kurz etwas sagen. Der LOI ist mehr als nur eine Absichtserklärung zwischen der Region Hannover und der Hannoverschen Kinderheilanstalt. Er ist auch eine Erklärung und Bekräftigung des Regionspräsidenten gegenüber uns Abgeordneten, dass wir stets die Finanzhoheit haben und entscheiden können, ob wir über die 3,6 Millionen Euro hinaus weitere Zuschüsse im Einzelfall gewähren wollen oder auch nicht. Für meine Fraktion kann ich jedenfalls sagen, dass wir jeden weiteren Euro für das Kinderkrankenhaus sorgfältig prüfen und gegebenenfalls auch kritisch hinterfragen werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass wir mit unserem eigenen Klinikum bereits erhebliche Herausforderungen zu bewältigen haben. Zum Schluss möchte ich den Fokus aber noch einmal auf das Wesentliche lenken. Wenn wir über das Kinderkrankenhaus auf der Bult sprechen, dann sprechen wir auch immer über die Gesundheits- und Daseinsvorsorge von denjenigen, die uns am allermeisten am Herzen liegen sollten. Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft und sollten bei Fragen der Gesundheitsversorgung keine Abstriche leichtfertig hinnehmen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Alter. Dann als nächster bitte Herr Loskant. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Regionspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Gennewein als alleinvertretende Vorständin des Kinderkrankenhauses auf der Bult, da hinten sitzt sie, schön, dass Sie heute gekommen sind. Die Fachkrankenhäuser für Kinder müssen in Deutschland ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Die CDU-FDP-Gruppe in der Regionsversammlung ist der Meinung, dass ein Kinderkrankenhaus gerettet werden muss. Das Kinderkrankenhaus auf der Bult, das mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit vielen Jahren eine sehr gute Adresse in der kinderärztlichen Medizin ist, hat Liquiditätsschwierigkeiten. Wohin das führen kann, wissen wir alle. Es geht heute um eine Finanzspritze in schweren Zeiten. Nicht von 15 Millionen, wie in der Zeitung stand, sondern heute erst um 3,6 Millionen. Das entspricht in etwa der unfreiwilligen Leistung von Transdev, die Herr Dezernent Franz unplanmäßig hereingeholt hat. Die Hilfe ist eine Nothilfe, sie ist solidarisch. Dieser Hilfe wird die CDU-FDP-Gruppe zustimmen. Aber der Vorgang ist neu. Mit dem Kinderkrankenhaus hatte die Region Hannover bisher nur sehr wenige Berührungspunkte. Bei 3,6 Millionen fragen wir uns, wo ist der Bund, wo ist das Land, wo sind die Krankenkassen? Die Region Hannover soll unter dem Stichwort Sicherstellungsauftrag tätig werden. Meines Wissens hat es das mit einem solchen Millionenvolumen in anderen Kommunen und Landkreisen in Niedersachsen noch nie gegeben. Wird da eine Büchse der Pandora geöffnet? Was sollen wir alles sicherstellen? Oder ist das eine freiwillige Leistung, Frau Dezernentin Drautz, erlaube ich mir jetzt noch mal zu fragen. Die Kinderklinik selbst will Bürgerstiftung bleiben. Wir wollen die Kinderklinik nicht in das KRH aufnehmen. Bad Münder und Peine hatten da auch schon mal angeklopft. Die Region hat selbst unter unserem Protest das Krankenhaus Springer aufgegeben. Die Region hat selbst viel zu tun. Die Krankenhäuser und das KRH sind in einem System der fürsorglichen Vernachlässigung gefangen. Insofern sollten wir als Region auf Dauer nicht die Melkkuh von Bund, Land und Krankenkassen sein. Für bessere Lösungen zu sorgen, ist auch die Aufgabe des Regionspräsidenten. Sehr geehrter Herr Regionspräsident, nehmen Sie diese Aufgabe auch in Ihrer Verantwortung für den Regionshaushalt bei 134 Millionen Defizit und gegenüber unseren Kommunen, die die Regionsumlage zahlen, wahr. Sie haben dies bereits in der Haushaltsrede auch angekündigt. Das fand ich gut. Frau Dr. Gennewein, Sie sorgen sich zu Recht um die ärztliche Versorgung von unseren Kindern in Ihrem Haus. Die CDU-FDP-Gruppe in der Regionsversammlung ist der Meinung, dass ein Kinderkrankenhaus gerettet werden muss.
Sie, Herr Regionspräsident Krach, gewinnen mit unserer Zustimmung Zeit, um bei anderen Protagonisten Unterstützung einzuholen, auch für unser KRH. Stürzen Sie sich in die Arbeit. Das sollte wichtiger sein als so mancher PR-Termin und ein neues Aufsichtsratsmandat. Die CDU-FDP-Gruppe hat Vertrauen in die Führung des Kinderkrankenhauses und Wertschätzung für die tägliche Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Kinderkrankenhaus ist trotzdem keine Daueraufgabe der Region Hannover. Aber die CDU-FDP-Gruppe in der Regionsversammlung ist der Meinung, dass ein Kinderkrankenhaus gerettet werden muss. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Frau Münzberg gemeldet. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Gerade noch unfallfrei hierher geschafft. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Dr. Genewein. Herr Loskant hat es gerade schon gesagt, wir müssten diesen Beschluss heute eigentlich nicht fassen. Wir müssten diesen Beschluss nicht fassen, wenn der Bund die strukturelle Unterfinanzierung der Kindermedizin nicht seit Jahren ignoriert hätte. Wir müssten diesen Beschluss nicht fassen, wenn das Land seiner gesetzlichen Verpflichtung aus dem Krankenhausfinanzierungsgesetz nachgekommen wäre und ausreichend Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt hätte. Wir müssten diesen Beschluss nicht fassen, denn wir sind eigentlich nicht zuständig. Wir haben zwar einen Sicherstellungsauftrag, aber das heißt nicht, dass wir verpflichtet sind, selbst für ein bestimmtes Versorgungsangebot aufzukommen. Wir hätten das auch Asklepios, Helios oder Rhön tun lassen können. Das will natürlich niemand. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden diesen Beschluss natürlich heute trotzdem fassen. Das Kinderkrankenhaus auf der Bult ist das größte selbstständige Kinderkrankenhaus in Deutschland, das ist schon gesagt worden. Und wir sind sehr froh, dass es mitten in der Region Hannover steht. Und ich glaube, es ist gerade diese Eigenständigkeit, die die Bult zu einer der führenden Kinderkliniken in Deutschland macht, mit einzigartiger Expertise beispielsweise bei der Behandlung von Diabetes. Und natürlich schätzen wir die Bult auch als Arbeitgeberin, die ihren Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung bietet. Die Bult zu unterstützen ist deshalb keine Option. Das ist für uns völlig klar. Insofern werden wir der Vorlage heute zustimmen. Aber wir haben vorhin einen Ausblick auf den Haushalt 23 bekommen und spätestens da sollte uns allen klar geworden sein, dass das für uns wirklich ein enormer Kraftakt ist. Zumal wir ja noch einen eigenen Krankenhauskonzern haben, auch das ist schon angeklungen, der unsere Unterstützung benötigt. Das Einzugsgebiet der Bult geht weit über die Grenzen der Region Hannover hinaus, genauso wie die Ursachen für die finanzielle Situation der Bult. Dass sich das Land und der Bund vor diesem Hintergrund komplett aus der Affäre ziehen und nur mit dem Finger auf die jeweils andere Ebene zeigen, finde ich ehrlich gesagt sehr enttäuschend. Die Region hätte sich mit Fug und Recht an diesem Spiel beteiligen können. Denn Fakt ist, in dieser speziellen Situation ist eigentlich keine Ebene formal zuständig. Nicht der Bund ist zuständig, nicht das Land ist zuständig, nicht die Region ist zuständig. Vermutlich ist das was, was dieser ominöse Markt regeln sollte. Und trotzdem machen wir es als Kommune zum wiederholten Mal anders und sagen, okay, wir stellen uns dieser Herausforderung, wir nehmen sie an und wir unterstützen, so gut es geht. Und ich erwarte, dass dieses Signal am Hohen Ufer und auch in Berlin zur Kenntnis genommen wird. Einige von Ihnen sitzen im Landtag oder sogar im Bundestag. Die meisten von Ihnen haben zumindest gute Kontakte dorthin. Deshalb bitte nutzen Sie alle, lasst uns alle diese Kontakte nutzen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und für eine solidarische und gerechte Lastenverteilung zu werben und diese auch einzufordern. Ich finde, das ist unser gutes Recht. Und lassen Sie sich bitte dabei auch nicht von Ankündigung abspeisen, dass das Land schon eine minimale Erhöhung der Investitionskosten in Aussicht gestellt hat oder dass der Bund eine Reform angekündigt hat des Fallpauschalensystems. Das ist alles gut und richtig und wir warten seit Jahren darauf, aber das wird in dieser Akutsituation leider nicht weiterhelfen. Also, wir stimmen der Drucksache zu, weil sich sonst niemand verantwortlich fühlt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes möchte der Präsident sprechen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht ganz lange reden, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich auch bei Frau Dr. Genewein, die hier bei uns ist, ganz herzlich bedanken für die Zusammenarbeit in den letzten Monaten zur Erstellung auch dieser Absichtserklärung. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass genau das, was wir eben auch schon bei der Haushaltsdiskussion hatten, dass wir verantwortungsvoll hier für den Gesundheitsbereich Entscheidungen treffen müssen. Genau das wird jetzt hier gemacht und dafür bin ich Ihnen allen auch sehr dankbar, wenn Sie denn dann gleich zustimmen. Davon gehe ich aber nach der Diskussion aus.
Und diese Entscheidung, die ist auch uns in der Regionsverwaltung nicht einfach gefallen, weil wir natürlich intensiv auch mit der BULT darüber gesprochen haben, mit Frau Dr. Gennewein und vielen anderen, wie der beste Weg aussehen kann, um diesem Kinderkrankenhaus zu helfen. Weil das war klar, wir müssen dem Kinderkrankenhaus helfen. Wir sind stolz darauf, dass das Kinderkrankenhaus hier in der Region Hannover ist. Und wir haben auch keinen Ersatz für das Kinderkrankenhaus. All die Leistungen, die das Kinderkrankenhaus anbietet, die können wir an keinem anderen Standort, sei es beim KIH oder bei den anderen Kliniken, kompensieren. Und liebe Vertreterinnen und Vertreter der FDP, weil Sie ja eben ein bisschen sauer waren, dass ich Herrn Wissing genannt habe beim 9-Euro-Ticket. Das Ressortprinzip gilt beim 9-Euro-Ticket, gilt aber auch im Gesundheitsbereich. Und deswegen, wenn eines der renommiertesten Kinderkrankenhäuser Deutschlands in so einer Situation ist, da ist das auch ein Hilferuf Richtung Bund. Und dann kann natürlich die gesamte Bundesregierung da aktiv werden, aber insbesondere der sozialdemokratische Bundesgesundheitsminister. Und es reicht auch nicht, wenn dort Dinge angekündigt werden, sondern wir brauchen jetzt Ergebnisse. Und zwar auch nicht erst 2024, sondern wir brauchen sie jetzt schnell. Es gibt erste schon Referentenentwürfe und auch erste Ideen, wie den Kinderkliniken in Deutschland geholfen werden kann. Aber die reichen nicht. Die müssen jetzt genauso schnell wie in anderen Bereichen, sei es bei der Windkraft oder wo auch immer, bei den LNG-Terminals, genau in dem gleichen Tempo, wie das dort erfolgt ist, muss das jetzt auch im Gesundheitsbereich erfolgen. Das ist unsere klare Erwartung. Wir helfen jetzt dem Kinderkrankenhaus in einer schwierigen finanziellen Situation. Wir können das nicht auf Dauer machen. Wir erwarten ganz klar von der Bundesregierung, dass es dort Verbesserungen gibt für die Kinderklinik, nicht nur in der Region Hannover, sondern bundesweit. Und das nicht erst 2024, sondern so schnell wie möglich. Herzlichen Dank. Vielen Dank. So, Herr Präsident, jetzt haben Sie noch eine Wortmeldung provoziert. Frau Hinze. Ja, selbstverständlich, Herr Krach. Warum sagen Sie dann jetzt nicht auch, dass der Minister Lauterbach heißt und in der SPD ist? Ich habe gerade vom sozialdemokratischen Bundesgesundheitsminister gesprochen. Gut, das war ja eher ein Einwurf als eine Wortmeldung. Ich sehe also keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Die Drucksache ist ebenfalls einstimmig empfohlen worden. Und ich frage jetzt wieder, gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist sie auch hier dann jetzt wirklich final einstimmig beschlossen. Der Kreisjägermeister und der Jagdbeirat wurden wie vorgeschlagen gewählt. Nicht vorenthalten möchten wir Ihnen die Debatten zur Erstellung der Prioritätenliste der freiwilligen Leistungen 7 und zum Gratisfahrentag 2022 am 26. November. Nach der Versammlung stand uns Steffen Krach zu einem Interview zur Verfügung. Herr Krach, Sie haben heute den Haushalt 2023 eingebracht, der ja mit einem ganz schönen Defizit abgeschlossen hat. Die schönen Zeiten für die Region sind wohl mal vorbei. Aber Sie haben das Ganze ja verbunden schon auch mit einer Ansage an die Regionsversammlung und damit natürlich auch an die Bürger, dass da doch etwas bittere Zeiten auf die Bürger zukommen. Worauf schließen Sie das? Oder was sind die größten Defizitposten? Wir haben enorme Herausforderungen in der gesamten Region Hannover. Es gilt nicht nur für die Regionsverwaltung, sondern für alle 21 Kommunen. Wir haben jetzt einen Haushaltsplanentwurf vorgelegt, der plant im Jahr 2023 mit einem Defizit von 134 Millionen Euro. Also die Zeiten der Überschüsse ist vorbei. Wir hatten jetzt viele Jahre hohe Überschüsse. Das ist leider vorbei. So, und jetzt müssen wir ganz genau gucken, wo investieren wir und wo können wir möglicherweise auch einsparen. Wir werden klare Schwerpunkte setzen im Bereich Verkehr, im Bereich Gesundheit, im Bereich Klima und Soziales und müssen dort tatsächlich dann auch effizient unsere Mittel einsetzen. Und da bin ich mir ganz sicher, das werden wir auch schaffen. Wichtig ist, die 1,2 Millionen Menschen hier in der Region Hannover, die können sich auf die Regionsverwaltung verlassen. Wir werden uns darum kümmern, dass der Region Hannover auch in Zukunft gut geht. Das ist natürlich ein Versprechen, aber in welchem Bereich? Ich verstehe da einiges nicht. Ich denke, die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, aber man hat sie im Griff. Was mit der Ukraine-Krise passiert, weiß zurzeit noch kein Mensch. Großes Fragezeichen. Und Energie- und Gaspreise werden hoffentlich nicht weiter steigen. Wo sehen Sie die größten Probleme?
Es ist richtig, dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist und trotzdem ist sie nicht mehr so präsent im Bewusstsein der Menschen. Trotzdem müssen wir uns weiter impfen lassen. Deswegen haben wir auch eine Impfkampagne nochmal gestartet. Aber die großen finanziellen Herausforderungen, die liegen in anderen Bereichen. Die liegen im Sozialbereich. Der Sozialetat wird deutlich ansteigen. Wir werden steigende Energiekosten haben, zum Beispiel beim Klinikum Region Hannover und auch beim öffentlichen Nahverkehr. Und wir haben insgesamt mit einer schwierigen Situation im Gesundheitswesen zu tun. Alle Krankenhäuser in der Region Hannover haben enorme finanzielle und wirtschaftliche Herausforderungen. Das gilt aber nicht nur für die Region Hannover, sondern es ist bundesweit eine Riesenherausforderung. Viele Krankenhäuser sind defizitär und eben auch leider bei uns. Und da müssen wir ansetzen. Da müssen wir mit einer Medizinstrategie 2030 entgegenwirken. Und auch da bin ich aber optimistisch, dass uns das gelingen wird. Und auch damit stabileren Kosten, denn Sie sagten ja heute, die Region kann also große Defizite nicht weiterhin in dieser Größenordnung ausgleichen. Genau, wir haben im letzten Jahr eine Kapitalzuführung an das Klinikum Region Hannover in Höhe von 40 Millionen gemacht. Wir planen jetzt im Jahr 2023 mit rund 20 Millionen Euro. Wir unterstützen finanziell das Kinderkrankenhaus auf der Bult. Das können wir jetzt machen, aber das können wir nicht auf Dauer machen. Das kann keine Kommune in Deutschland auf Dauer diese Defizite ausgleichen. Und deswegen ist schon auch unsere Hoffnung, dass es eine Veränderung der Krankenhausfinanzierung gibt. Das muss der Bund regeln, das muss der Bundesgesundheitsminister regeln. Und wir hoffen natürlich auf deutlich mehr Investitionen von Seiten des Landes in die Infrastruktur. Das Land ist für die Investitionen in die Krankenhäuser zuständig. Und da hoffe ich, dass es in der kommenden Legislaturperiode noch mehr Geld für unsere Krankenhäuser gibt. Sie können den Bürgern der Region jetzt versprechen, dass die gesundheitliche Versorgung auch in Zukunft sichergestellt ist und dass sie einen funktionierenden Nahverkehr bekommen. Ich sage jetzt ehrlich gesagt bekommen, denn zurzeit ist es ja nicht ganz so. Ja, wieder bekommen. Wir hatten ein tolles öffentliches Nahverkehrssystem hier in der Region Hannover. Wir haben aktuell Probleme bei Transdev, bei unserem S-Bahn-Unternehmen. Das müssen wir in den Griff bekommen. Da werden wir jetzt auch Gespräche weiterführen. Es hat erste Strafen gegeben. Und das muss besser werden. Das ist ganz klar. Wir dürfen keine Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner hier in der Region verlieren für den öffentlichen Nahverkehr. Wir wollen ja, dass mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen und nicht weniger. Aufgrund der aktuellen Situation machen es aber weniger und das schmerzt uns. Und deswegen werden wir da auch entgegenwirken. Wir können versprechen, dass wir alles dafür tun werden, dass es hier in der Region Hannover weiterhin eine Top-Gesundheitsversorgung gibt und dass wir alles tun, dass der öffentliche Nahverkehr wieder so gut wird, wie er eigentlich hier immer war. Da bin ich auch ganz optimistisch, dass wir es hinbekommen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Feierabend. Vielen Dank. Die nächste Regionsversammlung findet am 15. November statt und selbstverständlich sind wir für Sie dabei. Auf der Haushaltsdebatte müssen Sie bis Anfang Dezember warten.